Und nach dem Originaltanz Angelika Krulova und Oleg Ovsyannikov. Moderne afrikanische Trommelschläge als Grundlage für ihre Kür. Lassen Sie sich von diesen exzellenten Eistänzern inspirieren und auch faszinieren. Liebe Zuschauer zu Hause, Sie konnten sich 4 Minuten lang ein eigenes äußert. Habe diese Weltklasse-Eistänzer, Angelika Krulova und Oleg Ovsyannikov, verkaufen sich in dieser neuen Kür, meiner Meinung nach, unter Wert. Meinung vertrete nicht nur ich, sondern auch viele Experten des Eistanzens, so zum Beispiel auch die berühmte Trainerin Betty Calloway, die Jane Torval und Christopher Dean, die Bolero-Tänzer, zu eine Legende gemacht hat, Bolero-Tanz, Olympiasieg. Sie wissen, was ich meine. Die sagte, dass diese Kür, die wir hier gesehen haben, eine schlechte Kopie des Dschungeltanzes von Isabelle und Paul Duchesne ist. Und man muss, auch wenn die beiden nicht dieses Ziel hatten, in diese Richtung zu gehen, sagen, es erinnert doch sehr an die Duchesnes
von 88 genau in dieser Halle, als sie die damalige Kür gemacht von Martin Sotnitzki eine Standing Ovation bekam. Ja, am Rauch und viele sagen auch,